Yes, I'm in a session. Haben wir da eine Gesamtsiegerin? Ja. Einfach viermal Gold. Welcome back, Leute, zu einem neuen YouTube-Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist auch Hallo. Mein Biest, der ist auch am Start. Das Taschenmier ist auch am Start. Allerdings wird er beim neuen Video, Leute, gar nicht so eine große Rolle spielen. No. Denn ich werde euch jetzt gleich berichten, was heute passiert. Also wir haben heute Freitagabend, deshalb nehme ich euch ab jetzt schon mit. Gleich wird meine Bikini-Fitness-Athletin Hannah anreißen, denn morgen am Samstag gehen wir zu dem ersten NPC-Regionalwettkampf in München. Und nicht nur mit Hannah, sondern auch meine Figurathletin Jamina wird dabei sein und vor Ort noch meine Bikini-Fitness-Newcomerin Lena. Das heißt, ich habe drei meiner Athletinnen morgen, die ihr Bikini- und Figurdebüt geben werden. Und ja, da nehme ich euch jetzt dann gleich mit zum Wettkampf. Also es wird richtig spannend, die Frühjahrssaison startet und drei meiner Newcomer-Mädels werden da morgen strahlen. Jetzt am Freitagabend reist eben gleich die Hannah an und die werde ich jetzt dann gleich mal ein bisschen braun machen. Und dann geht es bald auch schon ins Bett. Am Morgen geht es nämlich sehr, sehr früh raus und geht's los auf die wilde Reise. Also, es wird ultra spannend. Endlich wieder Wettkämpfe, Leute. Los geht's. So, Leute, und da ist sie nämlich schon. Hallo YouTube, guten Abend. Die liebe Hannah. Hannah, wie geht's dir so one day out vor deinem ersten Wettkampf? Mir geht's ganz gut. Ich bin voll froh, dass ich jetzt die lange Fahrt hierher geschafft habe und irgendwie auch sehr beruhigt, dass ich jetzt Johanna als Coach an meiner Seite habe für den ersten Wettkampf. Also ich freue mich richtig und bin aufgeregt. Sehr, sehr schön. So soll es doch sein, oder? Was ist so deine persönliche Erwartung jetzt an morgen, an deinen ersten Wettkampf? Ach, eigentlich erstmal ein Feedback einholen, würde ich sagen, weil mein Plan war ja gar nicht so früh zu starten. Das haben wir ja recht spontan letzte Woche entschieden. Und ich sehe es einfach als Erfahrung. Und dann ja nochmal ein bisschen Tipps einholen, wie ich mich dann auch die nächsten Wochen verbessern kann. Voll gut. Ich versuche es entspannt zu sehen, mal gucken, wie ich dann morgen reagiere, falls die Platzierung nicht so gut wird, aber eigentlich sehe ich es einfach nur als Testlauf. Cool. Und Peak Week hat gut geklappt? Ja, hat gut geklappt. Also trinken ging ganz gut runter. Ich trinke auch sonst relativ viel. Musste mich immer disziplinieren und das so ein bisschen im Auge behalten, aber es hat gut geklappt. Der Körper hat gut mitgemacht. Sehr schön. Und jetzt gibt es gleich Farbe, oder? Genau. Jetzt wird es braun. Wird's sehr gut, dann legen wir nämlich jetzt gleich mal los. Malermeisterin. Und ab geht's. So, Leute, es ist zwar dunkel. Aber ich bin noch dunkler. Hannah ist noch dunkler. Also, ich kann die Kamera nur anders nicht halten, Leute, sonst müssen wir sehr viel zensieren. Farbe ist drauf, zwei Schichten. Wurde gut angenommen. Von Hannas Haut auf jeden Fall. Und jetzt wird getrocknet. Dann gibt es nochmal eine Mahlzeit. Und dann geht es demnächst auch schon schlafen. Und morgen gibt es dann noch die dritte Schicht Farbe. Und dann geht's los auf die Reise. Bis dann. So, Leute, und jetzt liegt es die letzte Mahlzeit bei der Hannah. Sie hat ein bisschen Carbs auf jeden Fall. Was gibt es da so? Es gibt Reis, Ananas und ein Hauch von Hähnchen. Ich glaube irgendwie 30 Gramm, gell? Ja, 30 Gramm, also sehr dezent. Sieht auf jeden Fall gut aus, lass dir schmecken. Dankeschön. So, bei mir gibt es auch noch hier eine Mehl. Und da hinten ist die Person, die bei diesem Video wenig Rolle bekommt, weil sie nicht mehr dabei ist. Lukas, mir erzähl mal den YouTube-Leuten hier, warum du nicht bei diesem krassen Event morgen dabei bist. Ja, ich habe morgen einem Kumpel von mir zugesagt, dass ich dem am Umzug helfe. Und ja, da muss ich jetzt natürlich auch dummerweise zu meinem Board stehen. Und deshalb ist leider für mich morgen kein Wettkampf. Aber das ist auch ganz gut, weil, wie ja ihr vielleicht wisst, ist es bei mir immer so, dass wenn quasi die Joey oder Mädels von der Joey auf der Bühne sind, dann bin ich immer wesentlich nervöser, wie wenn ich selber auf der Bühne bin. Und quasi, wenn ich dann so einen Stress habe und so, das verkürzt nur mein Leben wahrscheinlich, weißt du? Und wenn es morgen mal drei ist, weil drei Athletinnen von dir auf der Bühne stehen, das ist wahrscheinlich, also
Schlecht für die Aufbau-Gains. Ja, für die Aufbau-Gains schlecht. Und wie gesagt, auch das Cortisol-Level ist dann so. Deshalb, ja, lenke ich mich morgen ein bisschen ab. Aber ihr werdet das schon morgen. Das machen wir. So, Lady, good morning in the morning. Es ist kurz nach 5 Uhr. Und ich habe gerade der Hanna die dritte Schicht Farbe drauf gemacht. Also sie trocknet gerade. Farbe ist richtig gut geworden, wird gut angenommen. Und ja, jetzt heißt es dann in wenigen Minuten auf die Reise. Es geht los und wir holen Jamina ab, die Figurathletin bei mir im Team. Die holen wir in Nürnberg und dann geht es weiter nach München. Also es wird richtig spannend. Es heißt Game Time, los geht's. Leute, wir sind schon auf der Hälfte der Strecke. Hier ist Hanna, sie ist noch, clean und ungeschminkt. Und hier sind wir nämlich jetzt gerade bei der lieben Corinna und Jamina wird hier gerade geschminkt. Stage ready gemacht sozusagen. Ja. Kann sich freuen. Und also Leute, wenn ihr Best Make-up braucht, dann ist Corinna die richtige Ansprechpartnerin. Neben Posing auch Make-up. Ganz wichtig. Voll professionell hier mit dem Licht und allem. Voll gut. Auch? Gut, ne? Amen. Lisa, haben wir die Lippen? Nehmen. Fast fertig und sie sieht so schön aus. Sie weiß es noch gar nicht, also wie es aussieht. Hanna, wie ist deine Lage gerade? Sehr froh und bin fasziniert. Und wirst dann dich vor Ort schminken? Ja. Ja. Das wirst du richtig gut hinbekommen. Und Leute, ich zeige euch mal Jaminas Bikini. Ein Träumchen. Und Corinnas Body. Corinnas Body auch ein Träumchen. Oh mein Gott. Geil. Okay, der Moment. Ist es geil? Sieht auch so gut aus. Sieht richtig schön aus. Voll, voll. Sie hat auch so diese Oh, krass. Und ich sehe es gerade erst mit den Haaren. Das ist mega gut. Wow. Kobo. Wow. Schön. Danke. Bitte. Gerne. Voll schön. Das ist krass. Wow. Also sieht richtig nice aus. Echt. Deinen grünen Augen passt das erst so zu. Ich habe zwei verschiedene Augenfarben. Ja, da ist schon so ein dunkelgrün irgendwie drin und deswegen passt es auch gut zu diesem Lila. Aber ich dachte, das hier so rein. Und Leute, wisst ihr, was ich auch gesichtet habe? Damit die Mädels jetzt dann richtig voll werden von der Muskulatur, ne? Gibt es ein Haselnuss-Schnaps? So Leute, jetzt sind wir hier im Joymobil und Jamina hat gerade den Struggle, dass sie ihre Box für das Rice Meal nicht aufbekommt, weil es gibt jetzt die zweite Mahlzeit, oder? Nee, ist meine erste. Die erste, okay, die erste Mahlzeit. Und bei Hanna, gab es da schon was, Hanna, zum Essen? Ja, ich war schon auf der Fahrt gesnackt. Schön drin, Hanna hat hier ganz schön Füßchen oben, sehr gut. Ja Leute, und jetzt geht's los. Wir sehen uns dann wieder in der Location-Halle. Jetzt geht's nach München. So Leute, angekommen in München. Alles gut angekommen, hat gut geklappt, sind echt gut durchgekommen. Und ihr seht, es sieht immer aus, wenn man zu so einem Wettkampf geht, als würde man auswandern, für immer. So, jetzt geht's zur Halle. Genau. Und dann geht's erstmal zur Registrierung. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Kongresshalle. Und die ersten Bodybuilder sind schon da. Rein geht's. Danke, Hanna. So Leute, wir sind jetzt in dieser Kongresshalle und die Mädels warten jetzt gerade für die Registrierung. Gibt es auf jeden Fall eine längere Schlange, also scheint schon ganz gut was los zu sein, was ja gut ist. So Leute, und während die Mädels da jetzt gerade warten in der Schlange, gibt es für mich mal hier eine Mahlzeit und zwar ganz klassisch Hähnchen, grüne Bohnen, Reis. Lass ich mir jetzt schmecken und dann geht es bestimmt schon ganz bald los. Hi, bist du? Ist das gut? Für Sie brauchen wir nichts.
Gibt schon direkt das erste Shooting für die Mädels. Standnummer haben wir. Weiter geht's. So Leute, jetzt gibt es hier noch gerade kurz Einschreibung für die Fotos. Denn die Mädels, die kriegen dann richtig geile Bühnenfotos. Und dann suchen wir uns einen Platz im Backstage. Hanna, alles Roger bei dir? Alles Roger. Das ist hier krank tragen. Ja Mann, die sind echt bepackt ohne Ende. Das ist krass. Aber ja. Gleich geht's ins Backstage. Hier auch schon viele bekannte Gesichter. Gesichtet, schon ganz gut was los auf jeden Fall, richtig cool. Und ich glaube so um die 61 Athleten insgesamt. Also gucken wir mal, wie viele das in den Klassen sind bei den Mädels. Dann spannend. So Leute, die haben uns hier in den Backstage eingefunden, haben uns ein Räumchen gesucht. Und Mädels sind jetzt nochmal bei der Farbe optimiert worden sozusagen. Bei Hanna haben wir noch ein bisschen ausgeglichen. Und bei Jamina haben wir noch die dritte Schicht Farbe gemacht. Jamina klebt sich gerade die Nägel an. Sie versucht es sich, die Nägel anzukleben. Und bei Hanna gibt es jetzt ein bisschen Snack. Geil. Ja, und das heißt, wir haben jetzt eine halbe Stunde, dann geht offiziell der Wettkampf los. Und Jamina wird die erste sein. Also da kommt die Men's Physik und dann kommt direkt die Figurklasse. Und die Bikini-Mädels, also die Lena und die Hanna, die kommen ganz am Ende. Lena habt ihr noch gar nicht gesehen. Die haben wir vorhin schon begrüßt, aber die kommt jetzt nach dem Make-up erst wieder zur Show. Und ja, dann gucken wir mal, wie das heute wird. So Leute, kurz die Meldung hier aus dem Backstage. Es ist alles Roger. Hanna macht gerade ihr Make-up. Sieht sehr, sehr lustig aus. Sie hat Tesa unter den Augen. Ja. Und voll. Und hat sich hier so ein kleines Schminktischchen aufgebaut. Also ihr seht, man kann das auch selber machen. Die Hanna hat nämlich so einen Schminkkurs besucht, gell? Ja, mal gucken, was hängen geblieben ist. Ich habe auf jeden Fall meine Notizen dabei. Sehr geil, sehr geil. Ja, mega. Mega gut. Bei Jamina ist auch alles Roger. Und wir haben jetzt gerade noch die Fingernägel rangeklebt. Ja, und um 12 Uhr geht die Show offiziell los. Das heißt, das haben wir jetzt dann bald. Dann geht es mit der Men's Physik los und danach kommt schon die Jamina. So Leute, kurzer Formcheck hier bei Jamina. Sie hat jetzt ihren Bikini an. Schau mal. Alter. Ja, Mann, schön. Schultern hat Streifen, sehr schön. Ja, super. Perfekt. Bikini saß auch gut, Jamina, also hat man nichts gesehen. Ja. So schön. Super schön. Auch hinten komplett gleich auf. Ist top. Ja. Das liebe ich halt auch am Ende, ja, Mann. Das ist richtig geil. Geil. Sehr, sehr schön. Einfach mit dem Handy finden und sehen kann. So, Jamina, wie geht's dir? Top. Flex mal deine Apps. Okay, du musst sie nicht flexen. Sie sind einfach da. Leute, gebt euch das. Okay. Ich bin aufgeregt. Schon ein bisschen, ne? Geht auf jeden Fall gleich los, aber Vorfreude ist da, oder? Auf was freust du dich am meisten? Boah, ich glaube einfach da mal rauszugehen und so quasi die Arbeit zu zeigen, die dahinter steckt. So, auch wenn wir jetzt noch nicht so ganz fertig sind mit der Form und so, aber trotzdem, man hat ja schon ein bisschen was erreicht. Also, so, dass es einfach losgeht, die Saison, und dass man dann einfach einen schönen Auftakt hat und das dann zeigen kann. Ja. Und nicht immer nur mit Hulli rumläuft im Garten. Voll gut. Wie viele Wettkämpfe hast du noch geplant? Hiernach noch 5 müssten es sein. Bis 7. Mai dann. Schon ordentlich viele auf jeden Fall in der ersten Saison, ne? Genau. Ja. Jetzt die nächsten 2-3 Wochen eigentlich jedes Wochenende dann. Ja. Dann mal ein Wochenende Pause und dann nochmal 2 Wochenenden. Ja. Voll gut. Ja. Nice. Was ist so dein persönliches Ziel für deine erste Saison? Ich will Spaß haben. Und ich will mit mir zufrieden sein, weil für eine erste Saison großartig Erwartungen oder so, ja, ist schwierig.
Aber ich will einfach mein Bestes geben und dann bin ich zufrieden damit und dann habe ich Erwartungen erfüllt. Mega nice. Das kann nur gut werden mit so einer Einstellung. Schön. Hanna chillt hier mit Coffee. Ja. Ich habe jetzt anderthalb Stunden meinen Lidschatten gemacht und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Das Athleten da sehr anstrengend. Sehr geil. Ja, das Gute ist, dass du einfach am Ende dran bist, ne? Und ja, dann, genau. Ja. Jetzt kann ich erstmal voll Jaminas Auftritt genießen. Ich bin richtig gespannt. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Toll. Sehr schön. Top. Wir sind alle happy. Jamina läuft sich hier mal ein bisschen warm. Ja. Ich merke immer, dass wenn ich die Leute angucke, also bestimmt fünf Personen, dann geht es besser, als wenn ich nur ins Leere schaue. Ja. Eyes on the judge, würde ich sagen. Und sie hat einen richtig, richtig schönen Umhang hier von einer anderen Athletin bei uns aus dem Team. Die hat sie nämlich selber gemacht, die liebe Andrea. Ja, Props an dich, Andrea. Yes. Du bist der Hammer. Andrea. Max 12, 13, 14. So, da sind jetzt gerade die Männer dran. Men's Physik und Classic Physik dran. Und danach kommt schon die Jamina dran. Also nicht mehr lange. Nur noch den Sieger alleine. Bitte nochmal für den Sieger alleine. Wir danken uns bei Dampfstein. Jan Bohl, Oberlandsfein, Oberlandsfein. Und nochmal einen großen Applaus für die Sieger. So, Leute, und das war jetzt gerade die Location. Also ist schon ganz gut gefüllt. Publikum ist da. Ich bin heiß, ich will, dass es endlich losgeht. Für eine Einzelpräsentation, wir bitte nach vorne. Die Startnummer 55, Jamina Bohlmann. Jamina, yes! Sehr schön. Musik. Aber Jamina hat es gerockt gerade, ihren Hammer, drei Kuratinnen, sehr stark alle. Und Jamina wurde einfach in die Mitte gerufen. Jamina, wie fühlst du dich? Sehr gut, ich bin noch ein bisschen voll gut. Und jetzt geht's dann gleich weiter mit dem Finale. Und gibt also die Form, das ist unglaublich, so schön. Wow. Hanna, wir sind jetzt auch warm, ne? Ja, 180. Maria Mina hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Voll. Yes, Jamina, sehr schön.
Gesamtsieger in der Klasse Women's Figure ist die Athletin mit der Startnummer 55. Haben wir da eine Gesamtsiegerin? Ja. Mega. Das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, ja. Sehr nice, Jamina. Mega, mega geil. Richtig Spaß. Glückwunsch, Glückwunsch. Sehr, sehr geil, wirklich. Mega. So gestrahlt. Sau schön. Und wie war's? Geil, das hat richtig Spaß gemacht. Mal voll abgeräumt, ja. Das hat richtig Spaß gemacht, das war krass. Cool. Sehr schön. Gold, dreimal Gold, okay. Kann, viermal, okay, kann man mal machen, ne? Das ist richtig geil, das ist richtig geil. Sehr nice. Wow, Leute, Saisonauftakt durch die liebe Jamina ist sowas von erfolgreich gelaufen. Ey, sie hat gerade ihr Debüt sowas von gerockt. Die ist herausgelaufen auf die Bühne, so souverän, hatte richtig, richtig Spaß und hat einfach so eine geile Show abgeliefert. Wirklich Posing on point, Form on point. Ich bin richtig, richtig stolz. Und ja, sie hat einfach ja, ganz, ganz verdient gewonnen. Sie hat den Gesamtsieg geholt und bei den Newcomern auch gewonnen. Und ich bin, ja, einfach nur gerade mächtig stolz, mächtig happy. So schön. Ja, jetzt gab es eine kurze Pause hier. Und jetzt geht es gleich zurück zur Halle. Die Pause ist jetzt dann vorbei und dann geht es weiter mit der Bodybuilding-Klasse und Wellness-Klasse. Und dann kommen die Lena und die Hanna, die Bikini-Mädels. Leute, die Jamina holt einfach viermal Gold. Viermal. Beim ersten Wettkampf. Er steht übrigens überall erster Platz drauf. Und ist auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein großer Anteil von Chris, der mit eingeölt hat. Genau. Das hat er so geil gemacht. Hier, den kennt ihr auch schon. Da ist er. Figur bei Hane. Ja. Sehr nice. Leute, wisst ihr, wen ich da gefunden habe? Den Clemens. Das ist der Mensch, der für all diesen Zirkus hier verantwortlich ist, dass ich da bin. Weil der nämlich mein erster Coach ist und mich dazu inspiriert hat. Dass ich diesen Sport mache. Clemens, hast du auch einen Athleten da? Soll ich das wirklich sagen? Ja. Tim Schmidt im Superschwergewicht. Und? Heute leider nicht in Top-Verfassung, da wir erst auf Irland planen in 7 Wochen. Okay. Und hast du noch weitere Athleten? Noch einen, ja. Ich glaube, Gera, wieder 4. Ja, voll gut. Schwergewicht, Superschwergewicht. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was er kann und was er selber ist, gell? Wann geht's bei dir wieder auf die Bühne? Auf was für Bühne? Vielleicht auf einer Bauernjagd. Schauen wir mal. Willst du nochmal die Bühne hin? Also schaut, Leute. Der Clemens ist, der ist ungefähr immer in Form und die Bauchmuskeln zieht man fast durch. Man spürt sie durch. Und da ist der Tim. Das ist ein Athlet, eine Maschine. Tim, zeig mal. Alter, gebt euch das. Krass. Dieser Quad, ne? Sau stark, Tim. Glaube ich sofort. So, Leute, jetzt geht's für die Mädels los. Hanna und Lena pumpen sich schon seit einer Stunde auf etwa. Also sie mussten immer wieder pausieren, weil wir gedacht haben, es geht los. Das ist echt immer ganz schön tricky hier. Aber jetzt ist gleich Showtime für die Girls.
nach dem Wettkampf ist, vor dem Essen. Die Mädels sind hier sehr healthy unterwegs. Was gibt's da bei euch? So eine Salatbowl mit Kartoffeln und Spiegelei. Zweimal, oder? Ja. Nice. Einfach Bock, lass das schmecken. Und hier bei der anderen Bodybuilding-Crew gibt es Fleisch, oder? Ja, Rinderrouladi. Käsespätzle, Flammkuchen gab es schon. Birdie, was gibt's bei dir? Rinderrouladi. Nice. So Leute, der Tag danach. Also heute haben wir Sonntag und Hanna und ich haben schon gut geschlafen, würde ich behaupten. Ja, es war ausgeschlafen. Genau, ausgeschlafen. Ein richtig langer Tag gestern. Also wir sind ja um 6 Uhr sind wir gestern losgefahren, relativ früh aufgestanden, haben frühst noch Farbe gemacht. Also ich bin um 4 Uhr aufgestanden und wir waren dann um 12 Uhr Nacht, also um Mitternacht zu Hause. Es war 0 Uhr. Punkt 0 Uhr, Punktlandung. War also echt ein langer Tag, also ein ultra krasser Tag. Also sehr besonders, es arbeitet irgendwie noch sehr so in mir und ich denke auch wahrscheinlich in Hanna. Und vielleicht jetzt auch an der Stelle mal für euch so Live-Interview hier. Kurzes Interview für die Hanna. So nach ihrem ersten Auftritt auf der Bühne. Hanna, wie war das jetzt so für dich? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie hat man noch nicht alles so richtig realisiert. Ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass Johanna und Jamina so viel mitgefilmt haben, weil ich mir das alles nochmal angucken konnte und auch teilweise so dachte, ey, das sieht eigentlich viel besser aus, als ich mich gefühlt habe. Und ich denke mal, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen mitgenommen, die man noch beim nächsten Mal optimieren kann und uns ein gutes Feedback eingeholt. War eigentlich auch ungefähr so, wie wir selbst das eingeschätzt hätten. Und deswegen war es echt eine richtig coole Erfahrung und ich bin angefixt. Mega, mega schön. Genau, also an der Stelle vielleicht auch nochmal so das Thema Feedback einholen. Das war jetzt dahingehend gestern total hilfreich, weil das war einfach so der allererste Wettkampf für die Hanna und auch für die Lena und Jamina. Und da jetzt zum Beispiel bei der Bikini-Klasse, es war ja schon ein großes Starterfeld, machte das auch Sinn, einfach mal zu erfragen, hey, wo sieht jetzt beispielsweise eine Regiane da Silva, also die war Hauptkampfrichterin und ist einfach auch sehr bekannt in der Szene. Sie wird bei fast jedem Wettkampf, denke ich, der regionalen Shows werten. Wo sieht sie jetzt eine Hanna und was kann sie uns da mitgeben zu dem, was wir selber vielleicht als Resümee ziehen? Und es war cool, weil dieses Feedback von der Regiane hat sich gedeckt mit dem, was wir selber auch so vermutet hatten. Und genau, dementsprechend war das auf jeden Fall sehr hochwertig. Damit können wir arbeiten. Wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Und es war auf jeden Fall dahingehend sehr erfolgreich, würde ich sagen. Was hat dir jetzt, Hanna, gestern an deinem ersten Wettkampftag so am besten gefallen? Ich muss sagen, ich hatte gestern sogar fast am meisten Spaß daran, mit dem Team zu sein und dann auch so Jamina zu supporten. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann da irgendwie einfach zu stehen und die Bänder zu halten und ihr das Powerade anzureichen und so. Irgendwie dieses Feeling, das als Team zu gestalten, fand ich richtig, richtig cool. Und ich mochte auch das auf der Bühne stehen in den Vergleichen, wenn man dann so in die Gesichter der Judges geguckt hat und gemerkt hat, okay, die reden gerade über mich. Ja, vielleicht tauschen die mich jetzt mit jemandem. Das fand ich auch richtig spannend. Das hat auch Bock gemacht. Ja. Voll schön. Also cool. Man merkt bei Hanna, sie ist einfach auch der geborene Coach. Also ich merke das immer wieder, wenn jetzt sowas kommt. Ne? Also das ist auf jeden Fall, dass ich ja sowas auch total liebe. Ich liebe es auch auf der Bühne zu stehen, aber mir taugt es halt auch so, das zu supporten, zu gucken, okay, was als nächstes, ja. Ne? Jetzt kommen Bänder, Warm-up und da so dieses, ja, war richtig geil gestern als Team, das irgendwie so zu erleben, hat richtig Bock gemacht. Was vielleicht dahingegen war jetzt für dich so die größte Herausforderung gestern? Was ist dir vielleicht so am schwersten gefallen? Also eigentlich dann auch so wirklich, oh, was ist mir am schwersten gefallen? Ich glaube dann so im Nachhinein auch zufrieden mit dem Auftritt zu sein und sich nicht so verunsichern zu lassen, muss ich sagen. Weil wir standen recht lang hinter der Bühne, weil Jamina wurde ja sehr spät geholt, da war ein bisschen traumatisiert. Und dann stand ich da schon recht lange und hatte so ein bisschen wackelige Beine. Und dachte mir dann am Ende von meiner Präsentation so, oh, das hätte man ein bisschen besser machen können. Ich glaube, man hat das gesehen, dass ich da rumgezittert habe. Aber ja, da wissen wir jetzt auch, dass wir das nächste Mal ein bisschen anders machen. Dann zum Beispiel, dass ich mir mehr Mahlzeiten noch einpacke, dass ich da einfach richtig gestärkt auf die Bühne gehe. Und
Ja, das habe ich so mitgenommen. Aber ich muss auch sagen, noch zu den positiven Sachen, was auch richtig cool war, habe ich gerade vergessen. Backstage war so ein Spiegel und dann hat man so zum ersten Mal das ganze fertige Gesamtbild gesehen mit Make-up, mit Schmuck, mit dem Bikini, mit der Farbe und das war richtig, richtig cool. Da dachte man sich auch so, wow, das bin ich. So bin ich. Das hat mir auch gefallen, ja. Das war geil. Mega, mega schön. Also voll, also ich kann mich da nur dem anschließen. Ich bin da auch, ich zerre da immer voll lang davon und dann arbeitet es so ein in einem, weil das sind so viel Situationen, Erlebnisse an einem Tag. Es ist so aufregend und mega. Ich bin einfach total happy, dass wir das gestern so erlebt haben gemeinsam. Und sagen, das war definitiv ein sehr erfolgreicher Saisonauftakt für unser Team Joy. Und ja, Leute, jetzt geht's nämlich schon weiter in, heute haben wir Sonntag, also bedeutet in 6 Tagen geht's weiter zur GNBF. Das ist der nächste Wettkampf. Das heißt, hier auf YouTube für euch, bleibt dabei, es folgt jetzt jede Woche. Wettkampfserie. Es kommt jetzt die Wettkampfserie. Es wird viel kommen, es wird echt aufregend, spannend und immer richtig, richtig cool. Und jetzt sagen wir an der Stelle zu euch einmal ciao, bis zum nächsten Mal. Und liked gerne dieses Video, teilt es mit euren Leuten, wenn es euch taugt. Lasst uns Liebe da, kommentiert. Ihr wisst, was an Support möglich ist. Vielen Dank euch und bis dann. Ciao. Ciao.